Alle lieben Berlin. Die Stadt wächst und wächst. Bald sind wir hier 4 Millionen. Es muss dringend Wohnraum geschaffen werden. Doch das bedeutet, dass Grün- und Brachflächen versiegelt werden. Die Folge? Es fließt immer mehr Regenwasser in die Kanalisation. Bei Starkregen kommt es häufiger zu Überläufen der Mischwasserkanäle. Mit Regenwasser verdünntes Abwasser gelangt dadurch in unsere Flüsse und Seen. Darunter leiden die Gewässer und ihre Bewohner. Und auch die Berliner müssen die Konsequenzen tragen. Als Folge des Klimawandels kommt es vermehrt zu starken Regenfällen, Hitzeperioden und Trockenphasen. Die Stadt ist anfälliger für Überflutungen. Im Sommer wird es heißer. Die versiegelten Flächen speichern Wärme, die Luft staut sich. Bäume, Pflanzen und Grünflächen vertrocknen. Der natürliche Wasserkreislauf ist also weitestgehend durch einen urbanen verdrängt. Das Regenwasser fließt ab und steht für die Verdunstung nicht zur Verfügung. Jetzt sind die Berliner gefragt. Wie? Indem wir Regenwasser vor Ort bewirtschaften und den natürlichen Wasserkreislauf stärken. Wir können zum Beispiel Flächen entsiegeln und Regenwasser im Boden speichern. Wir können Regenwasser in Zisternen speichern und wiederverwenden. Wir können Regenwasser in Mulden versickern und damit das Grundwasser anreichern oder künstliche Wasserflächen speisen. Wir können Fassaden oder Dächer begrünen und damit Regenwasser zurückhalten und es verdunsten lassen. Mit all diesen Maßnahmen sorgen wir für ein besseres Stadtklima, gesündere Gewässer, geringere Überflutungsrisiken und Lebensräume für Insekten und Tiere. Damit dies gelingt, müssen alle Berlinerinnen und Berliner an einem Strang ziehen. Gemeinsam Regenwasser als Ressource nutzen. Für ein lebenswertes und klimaangepasstes Berlin. Jetzt mehr erfahren unter www.regenwasseragentur.berlin. Alle lieben Berlin. Die Stadt wächst und wächst. Bald sind wir hier 4 Millionen. Es muss dringend Wohnraum geschaffen werden. Doch das bedeutet, dass Grün- und Brachflächen versiegelt werden. Die Folge? Es fließt immer mehr Regenwasser in die Kanalisation. Bei Starkregen kommt es häufiger zu Überläufen der Mischwasserkanäle. Mit Regenwasser verdünntes Abwasser gelangt dadurch in unsere Flüsse und Seen. Darunter leiden die Gewässer und ihre Bewohner. Und auch die Berliner müssen die Konsequenzen tragen. Als Folge des Klimawandels kommt es vermehrt zu starken Regenfällen, Hitzeperioden und Trockenphasen. Die Stadt ist anfälliger für Überflutungen. Im Sommer wird es heißer. Die versiegelten Flächen speichern Wärme, die Luft staut sich. Bäume, Pflanzen und Grünflächen vertrocknen. Der natürliche Wasserkreislauf ist also weitestgehend durch einen urbanen verdrängt. Das Regenwasser fließt ab und steht für die Verdunstung nicht zur Verfügung. Jetzt sind die Berliner gefragt. Wie? Indem wir Regenwasser vor Ort bewirtschaften und den natürlichen Wasserkreislauf stärken. Wir können zum Beispiel Flächen entsiegeln und Regenwasser im Boden speichern. Wir können Regenwasser in Zisternen speichern und wiederverwenden. Wir können Regenwasser in Mulden versickern und damit das Grundwasser anreichern oder künstliche Wasserflächen speisen. Wir können Fassaden oder Dächer begrünen und damit Regenwasser zurückhalten und es verdunsten lassen. Mit all diesen Maßnahmen sorgen wir für ein besseres Stadtklima, gesündere Gewässer, geringere Überflutungsrisiken und Lebensräume für Insekten und Tiere. Damit dies gelingt, müssen alle Berlinerinnen und Berliner an einem Strang ziehen. Gemeinsam Regenwasser als Ressource nutzen. Für ein lebenswertes und klimaangepasstes Berlin. Jetzt mehr erfahren unter www.regenwasseragentur.berlin. Alle lieben Berlin. Die Stadt wächst und wächst. Bald sind wir hier 4 Millionen. Es muss dringend Wohnraum geschaffen werden.
Doch das bedeutet, dass Grün- und Brachflächen versiegelt werden. Die Folge? Es fließt immer mehr Regenwasser in die Kanalisation. Bei Starkregen kommt es häufiger zu Überläufen der Mischwasserkanäle. Mit Regenwasser verdünntes Abwasser gelangt dadurch in unsere Flüsse und Seen. Darunter leiden die Gewässer und ihre Bewohner. Und auch die Berliner müssen die Konsequenzen tragen. Als Folge des Klimawandels kommt es vermehrt zu starken Regenfällen, Hitzeperioden und Trockenphasen. Die Stadt ist anfälliger für Überflutungen. Im Sommer wird es heißer. Die versiegelten Flächen speichern Wärme, die Luft staut sich. Bäume, Pflanzen und Grünflächen vertrocknen. Der natürliche Wasserkreislauf ist also weitestgehend durch einen urbanen verdrängt. Das Regenwasser fließt ab und steht für die Verdunstung nicht zur Verfügung. Jetzt sind die Berliner gefragt. Wie? Indem wir Regenwasser vor Ort bewirtschaften und den natürlichen Wasserkreislauf stärken. Wir können zum Beispiel Flächen entsiegeln und Regenwasser im Boden speichern. Wir können Regenwasser in Zisternen speichern und wiederverwenden. Wir können Regenwasser in Mulden versickern und damit das Grundwasser anreichern oder künstliche Wasserflächen speisen. Wir können Fassaden oder Dächer begrünen und damit Regenwasser zurückhalten und es verdunsten lassen. Mit all diesen Maßnahmen sorgen wir für ein besseres Stadtklima, gesündere Gewässer, geringere Überflutungsrisiken und Lebensräume für Insekten und Tiere. Damit dies gelingt, müssen alle Berlinerinnen und Berliner an einem Strang ziehen. Gemeinsam Regenwasser als Ressource nutzen. Für ein lebenswertes und klimaangepasstes Berlin. Jetzt mehr erfahren unter www.regenwasseragentur.berlin. Thank you.